Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Benny an und der heißt Dinosaur Land. Wir starten hier wirklich an einem sehr interessanten Anfangspunkt. So aus einer kleinen Mini-Insel, umgeben vom Meer. Finde ich mega cool, die Idee. Und du hast ja auch mit Mods diese kleineren Zäune benutzt. Das finde ich auch mega cool. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt hier mal los. Weil der Park ist wirklich riesig geworden. Und ich kann dementsprechend leider auch keine Touren oder sowas fahren, weil sobald ich irgendwas anklicke oder so, crasht das Game. Ist halt ähnlich wie bei meinem Parkbauprojekt, was ich abbrechen musste. Weil es ja auch schon so gigantisch geworden ist und so viele Objekte verbaut wurden. Ich glaube, ich gehe erstmal hier links. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn man da zu so einer Hotelanlage kommt, wo man am Anfang halt einchecken kann, wenn man am Park ankommt. Das ist richtig cool mit diesen kleinen Zäunen. Sieht aus Ego-Perspektive mega nice aus, weil die voll perfekt sind von der Höhe. Also hier sind dann solche schönen Hotels. Und du hast sogar so einen Garten hier gebaut mit Humalocephale. Ich muss echt sagen, dass mich an dieser normalen Ego-Perspektive vom Spiel, die ist ja mittlerweile reingekommen, so ein bisschen stört, dass man kein Zoom hat und dass man auch nicht durch Zäune oder so durch kann. Das ist echt ein bisschen nervig. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht näher rangehen. Aber ich kann mich bücken. Und sie kommen auch gerade sogar zu mir. Wie cool. Er läuft jetzt direkt vorm Zaun lang. Das ist ja mega cool. Und das ist halt echt cool, dass man dann auch aus dem Hotel hier, wenn man da oben steht, eine perfekte Sicht hat. Ich kann jetzt leider nicht in die Ansicht vom Hotel gehen. Ich kann zwar hier draufklicken, aber dann stürzt das Spiel leider ab. Aber ich glaube, man sieht schon ganz gut, in welche Richtung das geht. Ich mache das jetzt einfach mal so. Dann kann man nämlich ganz gut sehen, was für eine Aussicht man hier hat. Weil hier sieht man halt auch nochmal ein Gehege. Das ist echt cool. Da fährt auch eine Jurassic Tour gerade lang. Die können wir leider auch nicht fahren. Mega schade. Ich weiß gar nicht, was hier für Dinos drin sind. Ah, Pachis. Und Sinoceratops sehe ich da hinten. Wir gehen jetzt aber mal weiter in die andere Richtung. Hier links geht es nämlich auch noch lang. Ah, durch diese Tore kann ich glaube ich durch, ne? Ja. Das hier ist, heißt, hier könnte ich sogar noch in das Gehege laufen. Das ist natürlich ganz praktisch. Machen wir jetzt aber mal nicht. Hier vorne geht dann die Jurassic Tour los, so wie es aussieht. Hast du ja auch mit so einem coolen Stammweg gemacht, also so einen ja, unsichtbaren Weg, der nur mit so Stämmen abgesteckt ist. Können wir jetzt leider nicht mitfahren. Oh, hier hättest du vielleicht ein bisschen das Gras noch wegmachen sollen. Weil in so hohem Gras zu sitzen, ist, glaube ich, echt unangenehm. Dann sind hier auch noch ein paar Besucherläden. Eine Toilette. Und du hast das hier wirklich schön auch mit den Felsen abgesteckt. Ich finde das auch cool, dass du hier verschiedene Felsfarben benutzt hast. Wir gehen jetzt aber den Weg mal hier entlang. Denn hier vorne kommen wir zur Einschienenbahn. Da können wir jetzt leider auch nicht mitfahren. Du hast hier sogar den Weg abgetrennt. Mit links und rechts finde ich auch cool, die Idee. Und hier vorne geht es dann in den nächsten Bereich. Oh, hier nach links kommen wir jetzt gar nicht rüber. Hier hättest du vielleicht mal noch ein Stück Zaun weglassen sollen. Kann der jetzt auch gar nicht durchlaufen. Aber das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier rein. Oh, da kann ich ja auch gar nicht in die Aussicht jetzt rein. Das ist echt schade, weil normalerweise wäre es jetzt perfekt gewesen, weil ich hätte jetzt einfach hier raufklicken können und wäre ich in das Gebäude gekommen. Aber das Game crasht dann halt. Deswegen muss ich das jetzt trotzdem alles manuell machen. Und man sieht da schon die ersten Dinosaurier, nämlich Euoplocephalus. Auch hinter so einem kleinen Zaun. Oh, und du hast hier eine Lagune eingebaut. Das ist ja mega cool. In das Gehege direkt. Und dahinter sind Kamaras. Und auch wieder die Jurassic Park Tour. Echt schade, dass wir die nicht fahren können. Ah, das ist ja mal eine coole Idee, ne? Direkt so eine Lagune in das normale Gehege einzubauen. Das ist schon ultra nice. Drin schwimmt auch ein Mosasaurus, so wie es aussieht. Ah, der schwimmt jetzt hier natürlich so ein bisschen ins Terrain. Aber das finde ich halb so wild. Ich finde die Idee echt cool. Vielleicht hätte man hier noch so den ein oder anderen Felsen machen können. Aber wahrscheinlich warst du auch schon mit deinem Park am Limit, ne? Wenn jetzt schon eh alles crasht, dann muss man natürlich auch verzichten auf Details irgendwo.
Geht halt nicht anders. Man muss halt wirklich, wenn man so viele Details machen möchte, echt einen kleinen Park planen. Ansonsten gibt es da echt schnell Probleme. Ich hoffe, da kommt nochmal irgendwann ein Fix, dass das Game halt nicht einfach crasht, weil das ist halt echt sehr ärgerlich. Ja, hier haben wir auch nochmal einen schönen Ausblick. Oh, hier ist auch voll die schöne Klippenwand gemacht. Das sieht richtig nice aus. Richtig schöne Felsarbeit. Ich finde das auch cool mit den Höhenunterschieden. Also hast du hier richtig schön gestaltet. Da war übrigens der Eingangsbereich. Dann seht ihr das nochmal. Finde ich mega cool, so auf dem Meer. Sieht ein bisschen aus wie so eine Hafen, wo dann hinten die Schiffe andocken. Ich denke mal, ich fliege jetzt auch weiter von oben. Dann kann man das besser sehen. Weil hier kommen wir direkt zu so einem großen Hauptplatz, denke ich mal, ist das. Mit ganz vielen Geschäften. Die ist auch miteinander kombiniert, dass das so ein großes Gebäude wird. Und hier auch noch so eine kleine süße Sitzecke. Also du hast schon echt viele Details eingebaut und sehr sauber gearbeitet. Und dann natürlich das Innovationszentrum. Das darf nicht fehlen. Und auch hier hast du die Läden richtig cool angeordnet. Sieht fast so aus, als wenn das so ein großes Gebäude ist. Also dass die Läden da an den Seiten links und rechts noch zum Innovationszentrum gehören. So sieht es ein bisschen aus. Mega gute Idee. Aber ich glaube, dahinter geht es dann auch nochmal raus. Also gibt es ja auch dann so Seitenausgänge. Und da geht es dann durch einen ganz interessanten Gang hier. Das sieht ja cool aus. Das ist so ein natürlicher Weg mit Zäunen und links und rechts Klippen. Mal sehen, wo der hinführt. Und dann kommen wir zu was ganz Besonderem auf dieser Insel. Nämlich dem Airfield, was hier standardmäßig auf der Insel ist. Also das aus Jurassic Park 3, das Airfield. Das hast du einfach mal schön eingebaut. Das ist ja so ein kleines Easter Egg auf der Karte, was eigentlich nur Hintergrunddeko ist. Aber du hast das hier echt cool gestaltet. Mit so ein paar Gebäuden und auch hohem Gras und sowas. Und sogar Wege da untergepackt, dass die Leute darauf laufen können. Voll die coole Idee. Du hast es ja auch richtig schön gemacht mit der Bepflanzung. Überall diese hohen Gräser. Und dann geht's hier in so eine Beobachtungsgalerie. Oh, wo gerade perfekt ein Dinosaurier zu sehen ist. Das ist ein Acrocanto, der gerade frisst. Richtig gut. Doch schönes Gehege. Geht so richtig schön runter, dass man eine gute Übersicht hat von hier oben. Und auch cool gestaltet von der Bepflanzung. Da hinten ist noch ein Dino. Ah, das ist noch ein Agro. Der kommt jetzt auch hierher gelaufen zu uns. Hier vorne auf der anderen Seite hat man auch nochmal einen perfekten Ausblick aus dieser Beobachtungsgalerie. Kann man runterschauen auf... Oh, welche sind's? Chianso heißen sie, glaube ich, ne? Chianosaurus. Mit mega coolen Skins. Das Ganze ist übrigens hier am Ende des Airfields, nur damit ihr mal einen kleinen Überblick habt. Was geht da hinten auch noch weiter? Das ist echt riesig hier. Hier ist auch nochmal eine Hotelanlage. Da hinten geht es dann auch nochmal durch einen Weg weiter. Auch mega cool gemacht mit den Bäumen hier. Dass man so unter den Blättern durchläuft. In den nächsten Bereich. Ich fliege jetzt mal wieder ein bisschen hoch. Hier ist nämlich auch nochmal so ein paar Beobachtungstürme eingebaut. Oh, da ist auch ein Spino. Oh, ich habe noch Mods installiert. Die sind nicht geplant gewesen vom Parkersteller. Habe ich nur vergessen zu deinstallieren. Das sind jetzt noch Arc-Spinos. Hier rechts wäre nochmal ein Aussichtsturm. Und links ist nochmal eine ganz spannende Klippe. Auch mit einer sehr interessanten Felsformation. Auch mit verschiedenen Farben. Und hier geht es dann nochmal einen Weg hoch. Oh, schaut mal. Hier sind diese Anlagen, die auch Hintergrunddeko sind.
mit Deinonychus. Die hast du halt ein Gehege eingebaut. Coole Idee. Finde ich mega cool, dass du diese ganzen Easter Eggs eingebaut hast. Sind natürlich nicht so hochauflösend, wenn man da nah dran ist, weil es eigentlich halt nur Hintergrunddeko ist. Aber daraus ein Gehege zu gestalten, das ist ja richtig nice. Und hier hinten gibt es dann auch nochmal einen Vogelkäfig. Zoom mal ein bisschen rein, weil hier links ist auch nochmal ein Strand, den ich euch zeigen möchte. Nein, richtigen Strand kann man das nicht nennen. Ein kleiner Sandbereich, der an einem Fluss liegt. Und wir fliegen jetzt mal in den Vogelkäfig rein und schauen da mal hinein, was uns da erwartet. Einiges. Also ich habe auf jeden Fall schon drei verschiedene Arten hier gesehen. Vielleicht sind es auch mehr. Finde ich aber auch schön. Du hast hier so einen kleinen Fluss reingebaut. Ein paar Felsen, ein paar Redwood Trees. Und das Ganze mega beliebt gemacht mit vielen Flugsauriern. Schauen wir nochmal kurz von oben. Hier seht ihr nochmal diese Forschungsanlage. Das Spiel läuft wirklich echt nicht mehr so flüssig. Das tut mir wirklich leid. Kann ich leider nicht ändern. Hier war der Käfig. Da hinten war das Airfield und links dann halt das Fleischfressergehege. Und da ganz hinten, da kommen wir her, vom Meer. Da war diese Schlucht, wo wir durchgelaufen sind. Man kann hier bei der Landebahn aber auch nochmal einen anderen Weg durchlaufen. Nämlich an diesem coolen großen Gebäude nochmal vorbei. Durch ein Jurassic Park Tor, was du für die Besucher eingebaut hast. Da fahren wir jetzt, oder fliegen wir jetzt mal durch. Da geht es nämlich in so ein begehbares Gehege rein. Pflanzenfressergehege. Mit links und rechts so kleinen Zäunen. Mega coole Idee. Find's auch cool, wie belebt die Besucher hier alle durchlaufen. Also scheint mega beliebt zu sein. Und da sieht man halt links Iguanodons. Und da kommen bestimmt gleich auch noch mehr Dinosaurier. Schaut mal, wie nah die hier auch am Weg entlang laufen. Das ist ja mega cool. Also da kann man wirklich direkt neben den Dinosauriern stehen. Da liegt auch noch ein Para rum. Oder läuft auch noch ein Para entlang. Boah, ist das schön. Mega coole Idee. Die Leute machen da auch Fotos und sowas. Kann ich verstehen. Aber wann kommt man schon so nah an Dinosaurier ran? Das ist schon wirklich was Besonderes. Und da unten ist dann auch nochmal ein kleiner See. Wo dann die Dinosaurier trinken können. Guck mal, hier vorne stehen die jetzt auch wieder voll nah an dem Weg dran. Das ist schon richtig cool. Da hinten erwartet uns auch schon wieder irgendwas mega Interessantes. Solche Klippen sehe ich da. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal schnell von oben, bevor wir hier weitergehen. Da sieht man auch noch auf jeden Fall Langhälse. Und da hinten ist auch noch Wasser, Klippen. Und natürlich fährt die Jurassic Tour da durch. Die können wir ja leider auch nicht fahren. Das hier sieht auch interessant aus. Oh, da oben ist sogar auch ein Gehege, so wie es aussieht. Also hier ist nochmal so eine sehr interessante Felsformation. Dann ist hier links unten ja dieses Pflanzenfressergehege. Aber es sieht so aus, als wenn hier auch nochmal ein Gehege ist, weil dann Fleischfresser-Futterspender ist. Und ja, da sind die Spinos. Oder noch mehr Spinos. Auch coole Idee, das so einzubauen. Dass da nochmal ein Spino entlang läuft. Das Ganze ist auch echt mega groß. Also hier sind auch noch Ankis und. Und du hast es auch echt schön gestaltet. Man sieht hier auch wieder schöne Felsarbeit da im Hintergrund. Und dann auch verschiedene Höhen, wo dann die Tour lang fährt. Also ich glaube, wenn man diese Touren fahren könnte, das wäre wirklich mega interessant. Und wenn man dann durch dieses Gehege durch ist, kommt man hier vorne in den Bereich nochmal durch so ein Jurassic Park Tour. Und dann geht es hier links nochmal lang. Durch diese interessanten Felsen, die wir vorhin gesehen hatten. Und das hast du auch cool gemacht. Links der Weg und rechts dann diese Strecke. Dann an so Klippen vorbei. Klippen sind auch richtig cool. Also wieder richtig tolle Felsarbeit. Ich sag euch, diese Jurassic Tour, wenn man die fahren könnte, das wäre mega interessant. Jetzt haben wir, glaube ich, auch noch mal einen Blick auf das Gehege, was wir gerade gesehen hatten.
Aber mal schauen, wo dieser Weg hinführt. Geht auf jeden Fall wieder ordentlich unter Bäumen durch, was ich cool finde. Und hier vorne geht es nochmal zu einem Strandbereich. Oh, ist das schön. Mega traumhaft. Ist wahrscheinlich so ein bisschen das VIP-Hotel, ne? Wenn man hier dann eincheckt und dann diesen Ausblick genießen kann. Mit Apatos und Uluru Titan. Voll schön. Und dann im Hintergrund sieht man das Meer. Also wenn das nicht mal ein toller Ausblick ist. Einen Bereich hatte ich fast übersehen. Da kommt man nur mit der Einschienenbahn hin, die da im Eingangsbereich war. Nämlich hier vorne. Da sind auch nochmal so richtig interessante Lagunen. Und nochmal hier mit dem coolen Platz, wo man sitzen kann und Hotelanlagen. Und dann noch einigen Lagunen. Mosasaurus sehe ich da nochmal. Das ist, glaube ich, ein Tylo. Das ist auch echt cool eingebaut, hier direkt am Strand. Da hast du wirklich den Platz perfekt genutzt und da unten fährt einfach so random ein Jeep lang. Perfekt. Das ist dann hier der Ausblick, wenn man sich dorthin setzt. Auch mega schön, so aufs Meer zu schauen, ne? Ansonsten sind hier auch noch weitere Lagunen. Jetzt die Kamera gar nicht so viel bewegen, weil es halt echt schon hart am Laggen ist. Nächstes Mal am besten ein bisschen kleiner bauen, damit es noch ein bisschen flüssiger läuft und man dann auch Sachen anklicken kann. Weil ist halt echt schade, du hast so coole Ideen und so viel Arbeit da reingesteckt, das cool zu gestalten, diese ganzen Touren und so. Und jetzt kann ich sie leider nicht mehr fahren. Na, vielleicht liegt es auch an meinem PC. Vielleicht funktioniert es bei dir noch, wer weiß. Ist aber auch nochmal so ein Bereich. Mit Dinosauriern sogar. Ach, guck mal, Dryos. Ach, wie schön. Und ja, Leute, das war wirklich ein riesiger, richtig cooler Park mit tollen Ideen von Benny. Vielen, vielen lieben Dank, dass du ihn eingereicht hast. Falls ihr auch mal einen Park habt, den ihr mir einsenden wollt, dann findet ihr unten dazu einen Link in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.